So kocht man eine Suppe aus Pastinaken. Ich zeige, wie es geht. Man braucht Pastinaken, eine Kartoffel, eine Zwiebel und Knoblauch. Außerdem Öl, Wein, Ingwer, Gemüsebrühe, Muskatnuss und Pfeffer. Auf Wunsch noch Crème fraîche und Croutons. Die Pastinaken sehen aus wie weiße Karotten mit einem dicken Ende. Sie werden geschält und in Stücke geschnitten. Dann wird die Kartoffel geschält und geschnitten. Anschließend werden Zwiebel und Knoblauch in mittelgroße Würfel geschnitten. Der Ingwer wird geschält und fein gerieben. Dann beginnt das Kochen. Etwas Öl wird in den Topf gegossen und bei starker Hitze erwärmt. Dann werden die Zwiebeln in den Topf geschüttet und umgerührt. Wenn die Zwiebeln glasig sind, wird der Wein dazu gegossen und der Ingwer dazu gegeben. Der Wein wird vollständig eingekocht. Dann werden die Pastinaken dazu gegeben. Ein paar Mal umrühren und dann Wasser dazu gießen, bis die Pastinaken gut bedeckt sind. Jetzt kann man auch das Gemüsebrühpulver hinzugeben und einrühren. Danach muss die Suppe etwa 30 Minuten bei schwacher Hitze köcheln. Nach den 30 Minuten wird die Suppe püriert. Es dauert ein wenig, bis die Suppe glatt püriert ist. Dann wird Muskatnuss reingerieben und Crème fraîche untergerührt. Jetzt kann man die Suppe in Suppenschüsseln abfüllen. Wer will, kann noch etwas pfeffern und Croutons drüber streuen. Guten Appetit!